Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute mache ich für euch eine gegrillte Hühnerbrust mit Bärlauchgnocchi und Rahmsauce. Für die Bärlauchgnocchi brauchen wir mal Kartoffeln, die werden wir mal zustellen und Salzwasser kochen. Mehlige Kartoffeln verwenden, weil speckige Kartoffeln, das wird dann wie Gummi. Mehlige Kartoffeln haben doch sind ein bisschen flaumig, flauschiger und lockerer. So, wie manche schon entdeckt haben, auf meiner Homepage sind wieder einige neue Themen aufgetaucht, so wie Einkaufen und gesunde Ernährung. Wie kann ich wirklich schauen, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre? Ich habe einmal so Grundrisse ausgeführt mit Beiträgen von was ich gefunden habe, wo ich finde, das ist interessant zu wissen, die dann von meiner Seite her auch noch ausgebaut werden, dass ich dazu schreibe meine Erfahrungen und was ich eben meine, was wichtig ist, was man beachten muss. Mir ist immer ganz wichtig, frische. Lauter frische Produkte. Man kann alles selber herstellen und nicht schwer. Und das will ich euch ja mit ganzen Videos auch zeigen. Dass es einfach ist, zum Beispiel heute wieder den Gnocchi herzustellen. Jetzt habe ich schon die Kartoffeln zugestellt. Mehlige Kartoffeln für den Gnocchi und eben das Gemüse. Und wenn ich zu viel habe, wie man das am besten handhabt, dass man das nicht wegschmeißen muss. Man kann das alles irgendwie portionsweise einfrieren und so. Und das will ich euch alles mit meinen Videos und auf meiner Homepage mit der Theorie zeigen. Nicht lernen, ich bin kein Lehrer, aber eben meine Erfahrungen und das euch weitergeben. Und wenn ihr jetzt, eigentlich gar nicht so schwer, das Ganze herzustellen, dann bin ich schon zufrieden, dann bin ich schon sehr erfolgreich gewesen mit meinen Kommentaren und meinen Videos. So. Tun wir weiter. Wir haben hier vier schöne Hühnerfilets. Die werden wir ein bisschen auffächern. Wir brauchen ein scharfes Messer. Am besten sind diese Messer da. Seht ihr das? Die sind nämlich da gerippt. Das heißt, es kann mir nicht passieren, dass das am Messer kleben bleibt, sonst ziehe ich das so hin und her. Ich fange da an, an der Bruststelle, und kann das hier einmal so kurz auffächern. Seht ihr das? So. Und dann auf der anderen Seite mache ich dasselbe noch einmal. Nur da kann ich tiefer gehen, weil da habe ich das große Bruststück. Das ziehe ich da so schön durch. Und so habe ich ein schönes Hühnerschnitzel, das ich dann schön grillen kann, ohne dass es austrocknet. Mir wichtig ist, schnell das in eine heiße Pfanne geben, damit sich die Poren schnell schließen und dann bleibt der Saft im Fleisch. So, nachdem wir das gemacht haben, haben wir es schön aufgefächert. Man braucht das Fleisch nicht klopfen. Es reicht, wenn man das so auffächert, das ist mehr wie genug. Danach tun wir das Fleisch nur salzen. Mehr Salz, wie immer. Das zieht dann schön rein. Wir wollen ja den typischen Eigengeschmack des Fleisches erhalten. Also wir wollen das ja nicht überwürzen, dass das irgendwie nur nach Grillgewürz schmeckt. Weil es ist der Bärlauch, die Bärlauchgnocchi sind ja sowieso geschmacksintensiv. Und das reicht eigentlich, weil das Problem, was wir ja haben, ist das, ich gebe euch wieder zu mir, weil jetzt haben wir das fertig. Das kracht zwar ein bisschen, aber das habe ich leider nicht anders im Griff, aber das ist wurscht. Wir haben leider das Problem, was wir haben, sind die ganzen E-Nummern, ich habe sie schon angeführt. Ich habe einmal die Beiträge rausgeschrieben, aber ich habe eben keine Gegenbeweise, dass ich sage, das ist wirklich so, wie es da drinnen steht. Jetzt lasse ich das einmal so stehen, wie es da drinnen steht. Meine Meinung ist, unsere Geschmacksnerven sind schon so beschädigt, dass wir praktisch den natürlichen Geschmack des Fleisches gar nicht mehr kennen. Wir überwürzen alles, wir geben überall Tonnen von Grillgewürz drauf, Tonnen von künstlichen Aromastoffen. Das war früher nicht. Das ist in den letzten 50 Jahren so entstanden, weil das muss alles besser schmecken, das muss noch besser sein, noch besser, noch besser, noch besser. Und im Endeffekt haben wir gar nicht gemerkt, dass wir eigentlich unsere Geschmacksnerven, unseren Körper damit vergiften. Das klingt jetzt brutal zugespitzt, aber es ist so. Und ich will wieder zurückkommen, natürlich. Normalerweise beim Fleisch ist das genau das mit dem Kraftfutter. Ich habe Videos gesehen schon, eben alles nur, ich kann eigene Erfahrungen das schwer widerlegen. Ich kann nur das so reinstellen und sagen, okay, ich muss das so akzeptieren, wie es momentan ist. Aber ich kann das selber ändern und jeder von uns kann das selber ändern, indem er schaut, dass er frische Produkte kauft,
dass er das für die ganzen Fertigprodukte braucht. Man braucht das nicht. Erstmal ist es teuer. Man kann teilweise davon ausgehen, dass wenn man frische Produkte kauft, dass man von frisch macht, dass es vielleicht etwas mehr kostet, als wenn ich das Fertigprodukt kaufe. Nur da zählt das Argument wieder, ich habe ein frisches Produkt. Beim Fertigprodukt weiß ich nicht, was da alles drinnen ist. Die ganzen E-Nummern, die ganzen, ich weiß nicht, Gnocchi zum Beispiel haben, bin mir nicht sicher, ob die überhaupt jemals eine Kartoffel gesehen haben. Weil das ist aus Kartoffelflocken gemacht, es gibt auch einen fertigen Kartoffelteig, der aus den Kartoffelflocken gemacht wird. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich jemals Kartoffeln gesehen haben. Und das macht, da sage ich, da kaufe ich lieber ein bisschen mehr ein, ein bisschen teurer, frische Produkte und mache das selber und ich weiß, was ich esse. Die sind jetzt gekocht, geschält und die kann man jetzt entweder durch eine Knoblauchpresse, sage ich schon, ja, können es auch probieren, aber das wird nichts werden. Mit der Kartoffelpresse durchpressen oder mit dem Stampfer. Ich habe nämlich meine Kartoffelpresse kaputt gemacht letzte Woche. Mache ich das so, das geht genauso. Einfach mal zerpressen, dass das so ein mehliger Teig wird, mehliger Gatsch wird. So, dass das fein wird. Oder Sie können es auch durch ein Haarsieb durchpassieren, das geht auch. Das ist mühsam. Aber es geht, mehlige Kartoffeln kann man mit denen locker zerpressen, seht ihr das? Das passt schon. Weil aus dem machen wir dann den Teig. Da stellen wir jetzt circa, lassen wir es ein bisschen überkühlen. Warum? Weil würde ich das jetzt verarbeiten, erst einmal würde man die Eier sofort stocken, weil das noch über 60 Grad hat. Das andere ist, der Teig würde zu viel zu klebrig werden. Das heißt, ich habe dann so Gumminockerl und das will ich ja nicht. Ich will eine schöne, gute Gnocchi haben. Jetzt stellen wir das kurz für eine Viertelstunde in den Kühlschrank. Lassen das ein bisschen abkühlen und dann machen wir den Teig weiter. In der Zwischenzeit, wo die Kartoffeln abkühlen, habe ich meine Pfanne hingestellt, eine schöne große, neue Pfanne. Den Topf mit Wasser schon für die Gnocchi nachher, weil das geht dann ziemlich schnell. In der Pfanne, die lassen wir jetzt schon heiß werden. Wir machen das heute mit wenig Öl, also wenig Fett, nur ein Spritzer. Das ist eine Teflon-beschichtete Pfanne, die braucht das normal nicht, aber ein bisschen tun wir durch schon ganz gerne immer sicherheitshalber rein, weil dann der Grilleffekt besser ist und die Wärmeübertragung besser ist. Ist meine Meinung. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die Sachen einfach besser und schneller gar werden, wenn ich ein bisschen Fett dabei habe. Gut, das reicht. Soll es nur so leicht verteilt sein. Dann haben wir die Hühnerfilet, die haben wir erst gesalzen, das habt ihr gesehen. Die legen wir dann einfach da so rein. So, passt. Seht ihr das? Die lassen wir jetzt schön anbraten. Nehmen wir dann raus. Da habe ich eine Pfanne. So, die lassen wir jetzt braten und dann gehen wir weiter. Jetzt habe ich, wie ihr seht, habe ich müssen die Pfanne leider tauschen. Ich habe die dann nicht Ich habe die Pfanne zum ersten Mal ausprobiert, aber sie hat von der Wärmeübertragung ist sie nicht so gut. Jetzt habe ich die Pfanne getauscht. Jetzt haben wir da die Bratenrückstände, wie ihr seht. Die löschen wir ein bisschen Weißwein ab. So, lassen wir das kurz aufkochen. So, das passt schon. Und ich habe jetzt die Hühnerfilets ins Rohr gegeben, dass sie noch leicht nachziehen können. Dann trocknen sie auch nicht so aus. Wenn ich sie zu stark mit der Hitze lasse, dann trocknen wir die aus. Jetzt geben wir den Saft da drunter. Das passt. Und die Pfanne ist fertig. Das geben wir jetzt schön in den Ofen noch und lassen das kurz bei 100 Grad langsam ziehen. Schön sanft, sanfte Hitze, dass das passt. Wir haben in der Zwischenzeit, die Kartoffeln sind abgekühlt. Ich gebe euch jetzt mal gleich so runter, ohne schneiden. So, da haben wir die Kartoffeln. Seht ihr das? Die sind zwar noch ein bisschen klumpig, das macht aber nichts. Das tun wir jetzt mal so
auseinander. Seht ihr schon, wie schön glatt das jetzt schon ist, ohne dass da noch irgendwas dabei ist. Aber das wird jetzt so nicht halten. Jetzt kommen die Zutaten dazu. Pfiffiges Mehl. Etwas Grieß. Rezeptur habe ich auf meiner Homepage www.joachimpeier1.com. Da könnt ihr alles nachlesen. Und dann habe ich hier Bärlauchpesto. Frisches Bärlauchpesto. Der Bärlauch ist ja schon da, der erste. Habe ich im Markt gekauft. Schaut, wie schön grün das ist. Das ist Hammer. Das in Olivenöl einlegen, mit Olivenöl pürieren und das haltet. Das könnt ihr ja eineinhalb Jahre aufheben. Dem passiert gar nichts. Und da können wir je nach Geschmack, geben wir da jetzt 1-2 Esslöffel dazu. Die werden dann so giftgrün. Das macht man. Dann 2 Eidotter. 1. Das Eigelb müsst ihr nicht wegschmeißen, das könnt ihr aufheben. Ich friere das immer ein und nehme das dann für irgendwelche anderen Sachen dazu, wo ich nur Eiweiß brauche, und das kommt auch vor. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal zu einem Teig kneten. Ah, was haben wir vergessen? Salz. Das Wichtigste beim Teig. Salz, 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 Salz. Kann man nicht oft genug betonen. So. Und dann tun wir das Ganze verkneten. Schauen wir, dass das ein schöner Teig wird. Schauen, dass wir nicht zu viel herumpatzen. So, jawohl. Wenn ihr merkt, dass die Kartoffeln noch zu nass sind, darum habe ich hier keine Mengenangaben, könnt ihr ruhig noch ein bisschen Mehl dazugeben. Und ein Tipp von mir, ich habe heute das so gemacht, dass ich sie mit frischen Kartoffeln gemacht habe. Ihr könnt die Kartoffeln auch einen Tag vorher kochen. Also wenn die einen Tag vorgekocht sind, lassen sie sich sogar vielleicht leichter verarbeiten. Ich bin beides gewohnt und habe kein Problem damit. So, noch Mehl dazu. Und einen schönen glatten Teig. Seht ihr das, wie grün das wird? Das tun wir dann in Salzwasser kochen. Und dann haben wir eigentlich schon alles fertig. Dann machen wir noch ein bisschen Soße. So Rahmsoße. Da nehme ich dann das, was ich jetzt bei der Hühnerfilet dazugegeben habe, noch einmal in den Topf. Oder in die Pfanne. Ein bisschen Sahne dazu. Abschmecken. Fertig. Seht ihr, wie schön der Teig, den Teig so lang kneten, bis es eine glatte Masse ist. Nicht zu lange kneten, weil dann wird er brandig, sagt man. Und das heißt, er braucht noch ein bisschen Mehl. Das Problem ist, ich habe den eben frisch. Das sind frisch gekochte Kartoffeln, die brauchen ein bisschen mehr Mehl. Aber da muss man auch aufpassen, man nicht zu viel nimmt, weil sonst hat man Gummiknüll, Gummisachen. So, das passt schon, das ist gut. Da sind zwar noch einzelne Stücke drin und das passiert halt manchmal, aber das ist mehlig. Die lassen sich leicht zerdrücken. Schön alles einsammeln. So, abputzen. Und dann kann man ja mal testen. Dann machen wir so ein kleines Kugel. Aber ich denke, das würde halten. Wasser kocht schon. Das schmeißen wir jetzt da mal da rein. Und kocht immer wieder rum. Schauen wir, wie weit das passt. Ich zeige euch das gleich, muss man euch noch meine Finger abwaschen. Ich zeige euch das absichtlich ungeschnitten, damit ihr seht, wie das wirklich funktioniert. So, schauen wir mal. Schaut's. Da habe ich jetzt das im Wasser. Und jetzt machen wir den Rest. So, dann tun wir das Ganze. Das passt schon so. Haben wir zwar noch was am Brett, das können wir ein bisschen abschaben. Und so drauf. Das passiert nichts. Tun wir das Ganze, das Mehl, das Brett ein bisschen bestauben. Bestäuben mit Mehl. Nehmen wir frisches Mehl auch mal. So,
dass wir das schön rollen können. Seht ihr das? Und das schöne auseinander. Das tun wir halbieren wahrscheinlich, ist gescheiter. Und tun wir so kleine Würfel machen, so. Schön auseinanderrollen. Und das jetzt, da ist zum Beispiel noch ein Knopf drin, gehen wir raus. Das ist im Handgemacht, das ist hausgemacht. Das ist also der Unterschied zwischen den fertigen, wo ich mal eben gesagt habe, wo ich nicht mal sicher bin, ob die jemals Kartoffeln gesehen haben. Es gibt verschiedene Varianten von Gnocchi. Man kann die so schräg schneiden und so lassen. Oder Sie können es auch so schneiden, dann kurz so rollen. Wenn Sie das Muster gerne mögen, mit einer kleinen Gabel so rausdrehen. So zum Beispiel. Aber ich mache das, das ist mir zu kompliziert. Ich mache das lieber. Wichtig ist der Geschmack. So, schöne runde Gnocchi, so. Das schaut gut aus. Oder auch, Sie können es auch so lassen. Einfach nur schneiden. Das bleibt Ihnen überlassen, wie Sie das halt gerne haben. Schön schräg. Dann passt das. Haben wir schöne Gnocchi, die wollen wir dann einkochen. Wichtig ist, dass der Teig nicht zu lange steht. Weil wenn der Teig zu lange steht, dann lasst er auch nach und dann wird er auch brandig. Also den Teig dann so schnell wie möglich verarbeiten. Und Gnocchi, die Sie vorgekocht haben, die Sie überbleiben sind und Sie wissen, dass Sie die nicht gleich brauchen, einfach auf ein Blech, ein bisschen Mehl drunter, einzeln auflegen, einfrieren und wenn sie gefroren sind, kann man die alle in einen Sackerl geben und einfrieren. Dann passiert nichts. Dann sind die schön zum Rausnehmen und kann dann portionsweise das rausnehmen, wie man es braucht. Und die kann man circa ein halbes Jahr einfrieren. Und weil viele sagen, Kartoffeln kann man nicht einfrieren. Eine Kartoffel nicht, aber Kartoffelteig schon. Und gekochte schon, ja. Gekochte Kartoffeln. Also gekochte Gnocchi. Weil die sind nicht verarbeitet. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nur Kartoffeln einfrieren würde, das wird nichts, weil die werden süßlich. Da trennt sich nämlich die Stärke, wandelt sich in Zucker und dann werden die so süß und grausig. Drum besser. Seht ihr das? Wie schön. Macht ruhig, macht nichts, wenn da ganze Kartoffelstücke drin sind, dann sieht man wenigstens, dass es echte Gnocchi sind. So, das passt. Es passieren manchmal auch mir Fehler und das kann eben vorkommen. Und das sollte man nicht gleich alles aufhören. Ja, ich kann das nicht. Ich habe das nicht so schön zusammengebracht. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder hat gelernt. Und wenn man will, ich sage immer, ich kann nicht, heißt ich will nicht. Das ist mein Motto und ich sage, wenn ich was nicht kann, dann muss ich es lernen. Ganz einfach. Gut, wir werden das jetzt einkochen und dann schauen wir weiter. Die Gnocchi sind jetzt fertig. Jetzt haben wir eine Pfanne aufgestellt. Da geben wir ein bisschen Butter rein. Jetzt lassen wir es ein bisschen zergehen. Schupp, 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 schupp. Dann schauen wir, dass wir die Gnocchi da vorsichtig rauskriegen. Ah, shit. So, die tun wir da gut ein bisschen anschwenken. Super, das sieht nicht. Ich bin schon am Anrichten, habe ich schon die Bärlauchnocker. Das ist mir heute ein bisschen nicht so gelungen, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es ist wurscht, es sie gehen. Schöne Bärlauchnocker. Und hat ein bisschen zergatscht, aber das macht nichts. So, das haben wir. Dann nehmen wir das Pipi-Handy. Eine schöne Hühnerbrust. So. Wieder was von dem Saft.
So, seht ihr das? Frisches Teller, das kann man auch noch drauf. Mal so über die Bärlauchnocker drüber treffen ein bisschen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch guten Appetit, gutes Gelingen und schönes Wochenende noch.